bin hier eben auf so einem Waldweg und habe da was entdeckt. Ich habe das Fahrrad gerade hier abgestellt. Und hier ist so ein kleiner Weg. Welche Gebäude von den Russen, die damals hier stationiert waren, ist, könnte sein. Boah, ich habe mir voll die Haxen verbrannt an der Brennnessel. Oh Gott, wie sieht es da denn aus? Habe ich natürlich kurze Hose an. Ich hoffe, dass die Zeckenzeit vorbei ist. Wobei, glaube ich noch nicht. Was haben wir denn da? Hey. Der Herr Käfer. Na, da hinten boxe ich mich jetzt nicht durch. Oder? Kommt man da durch? Wobei. Was ein Gestrüpp. Ei, was man nicht alles macht für die Filmerei. Uppe. So. Hält die Scheiße auch noch nicht, dass man hier das Dach über den Kopf zusammenbricht. Da war wohl die Küche drin. Da steht ja noch ein Haus. Aha. Da ist der Kamin. Da ist der Abfluss. Denn hier gemacht? Hm. Da oben ist schon ein Loch in die Decke. Hier kommen wir auch wieder raus.
Was ein Müll. Und komme ich jetzt hier wieder durch? Ja. Hätte ich auch gleich da reingehen können. So, ich mache mich wieder hier ab. Nicht, dass mein Fahrrad steht da so alleine. Da kommt dann doch einer auf die Idee und fährt hier vorbei. Und das Fahrrad ist weg. Das geht hier mal gar nicht. So. Bin wieder auf dem Rückweg und schon wieder an dieser Brennnessel verbrannt. Ei, wie blöd muss man sein, vielleicht zweimal. Hier kommen schon wieder welche. Wow. Aber ist ja gesund, ne? Gut für die Durchblutung. Na, Fahrrad steht noch. Na toll, ich lasse hier alles auf. Alles drin. So, dann mach ich mal wieder aus und würde sagen, bis später. Na, hier habe ich wieder einen sehr schönen Aussichtspunkt gefunden. Hier blickt man auf den Röblinsee und das Ganze nennt man das große Fenster. Das ist ein bisschen schattig, ob man das sieht. Da ist so ein Schild. So, und weiter geht's. Hier legen die ganzen Motorboote an, der Yachthafen. Parkplatz gleich auch in der Nähe. Hier sind wir an der ehemaligen Eisenbahnbrücke. Da ist wohl dieses Fährschiff da drüben angelegt. Hat dann gewartet, bis die Bahn kam. Die ist dann da drauf gefahren. Und dann ist sie über die Havel gefahren und hat sie drüben wieder abgeliefert. Drauf erkennt man die Schienen. Ja, hier ist praktisch die Fähre gelegen, ist darüber gefahren, hat die Eisenbahn aufgeladen und ist wieder dahergefahren. Die Krachmacher gehen, schreien hier rum.
So lebe ich das. Schöne Ruhe. Ja, und hier mitten in der Walachei gibt es mal wieder so einen Unterstand. Also egal wo ich jetzt bis jetzt lang gefahren bin, überall hat man die. Gut, der ist jetzt natürlich ein bisschen verwildert, sag ich mal. Nee, nicht mehr der schönste. Aber trotzdem, hier ist weit und breit nichts. Eine sehr, sehr schöne Aussicht hier. So, hier fahre ich jetzt links nach Bredereiche und Lüchen. Aber schaut selbst, was Wege hier. Vor allem ist vieles recht sandig. Da hat das Hinterrad überhaupt keinen Antrieb mehr, man ist da nur am Rutschen. Und da kam ich jetzt her, von da. Und hier unterhalb ist, glaube ich, dann wieder die Havel. Also hier die Fahrradwege, die sind schon recht anspruchsvoll. Besonders wenn es bergab geht irgendwo und dann hast du auf einmal Sand, dann kommst du gut ins Rutschen. Also da muss man gut aufpassen. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Ich schaue mir gerne die Gegend an und muss aber gleichzeitig auch auf den Weg aufpassen, falls mal so Wurzeln kommen oder wie gesagt so Sand, wo man dann am Rutschen ist. Naja, können wir schon. Ich fahre mal weiter, bevor die noch übers Tor springen. Nee, Quatsch. Hat ja selbst immer Schäferhund, aber trotzdem Fremde hin am Zaun. Muss man vorsichtig sein. Echt, wie traumhaft die hier wohnen. Absolut schön. Das wird mir natürlich auch schon wieder gefallen. So schön ablegen. Wo geht's jetzt lang? Da reicht's. Na, was haben wir hier? Der Wohnplatz? Jawohl. Einfach da durch. Havelblick. Hallo, ist das hier richtig, der Weg weiter durch den Campingplatz? Ja? Okay. Da vorne ist zwar so ein rotes Band, aber da geht das. Ja, alles klar, danke schön. Dran vorbei. Und dann ja. Über die Badewiese immer nach Havel. Ja. Hallo. Aber ich glaube, ja, da vorne ist wieder so ein Schild.
tatsächlich wieder Weg weiter. Einmal quer über den Campingplatz, über die Wiese. Und weiter geht's. Und jetzt geht's steil berghoch. Ein bisschen Gas geben. Also das ist normal ein Weg für Mountainbike. So, wie gesagt, das ist hier linke Hand nicht mehr als die Havel. Miniatur-Sandstrand. Achtung, Kopf einziehen. Passt. Ich sag mal dann noch. Crosswege für Läufer, aber fürs Fahrrad. Ei, ei. Ja, schon, aber Mountainbike wäre besser jetzt. Aber es macht total Spaß. Also ich meine, die Wege zu fahren. Und auch hier eine schöne Stelle. Breder Eiche angekommen. Straßenschäden in 500 Meter. Naja, schlimmer wie im Wald kann es nicht mehr kommen. So, jetzt muss ich mal schauen, wo es hier jetzt über die Havel geht. Das soll hier irgendwo sein. Ach, da steht es schon. Himmelfort, 5 Kilometer. Also hier links. So, jetzt habe ich hier einen ausgebauten Fahrradweg. So lässt sich natürlich schön fahren. Wir haben jetzt schon 5:30 und da es ja mittlerweile so früh dunkel wird, muss ich mich jetzt sputen. Sonst, naja, sonst komme ich halt im Dunkeln an. Ist auch nicht schlimm. Machen wir ja Licht. Solange der Akku noch mitmacht. Wenn der natürlich auch leer ist, dann ist das Licht natürlich auch nicht an. Und dann stehen wir im Dunkeln, jawohl.
hier drüben ist das, nicht das, sondern der Campingpark Himmelfort. Restaurant ist auch dabei. Sonnensegler, ah, Pizza und Pasta. Aber hilft nichts, nützt nichts mehr. Weiter geht's. Ja, wir sind mit dem Radl da. Ja, wir sind mit dem Radl da. Ja, Leute, das passiert, wenn man zu lang Fahrrad fährt. Dann kriegt man einer an der. Naja, wie wollen wir uns mal ausdrücken in YouTube? An der Waffel? Okay, an der Waffel. So, hier vorne. Ortseingangsschild Himmelpfort. Fahrradweg Ende. Na, das ist aber nicht schön. Warum muss ich jetzt lang? Wirklich auf der Straße? Ach, das ist doch scheiße. Hier vorne seht ihr die ehemalige Mühle. Ach, ist das hübsch. Mit Elefanten. Hallo. Na, mein Arm ist nicht so lang bis zur Schleuse. Ja, das geht noch, oder? Ein Schritt und alles möglich. Dann seid ihr am Lachen. So, jetzt bin ich wieder in Fürstenberg angekommen. Hier unten am Hafen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal. Vielleicht richte ich die Kamera nochmal nach vorne, da könnt ihr hier nochmal ein bisschen gucken. Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Ciao, ciao.